Tja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin der erste Vorsitzende vom Kulturförderkreis in Salzerhelden und wir feiern heute das 11. Salzfest. Die sogenannten Fennerfeste, wo wir heute Salzfeste zu sagen, wurden Jahrhunderte gefeiert. Jedes Jahr wurden alle Fenner luden die Gäste ein. Es wurde Kirchgang gemacht. Das war ganz besonders Pflicht. Und dann wurde Salzgericht abgehalten, wo die Frauen also nicht Zugang hatten. Also nur die Männer hatten hier das Sagen. Wir haben uns also auf die Fahne geschrieben, die alte Historie, vor allen Dingen von der Saline, wieder herzurichten. Das, was noch vorhanden ist, was uns dann auch gelungen ist. Mit vielen Helfern und Helfershelfern haben wir 2011 die Saline wieder für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht und insofern kann heute die alte Technik von 1882, die Maschinen, wieder gezeigt werden. Wir pumpen noch Sohle aus der Tiefe von 380 Meter und zeigen dann an einem nachgebauten Siedeofen, so wie sie im alten Ortskern vorhanden waren, an 15 verschiedenen Siedehäusern, die zu der Zeit Kothäuser nannten. Also das ist nicht das Toilettenhaus, sondern das ist K-O-T-H. Die Saline wird geöffnet, wenn wir Salzfeste haben. Ansonsten ist die Saline dann zu dem Tag des offenen Denkmals offen. Und wir machen Führungen das ganze Jahr, Gruppen und Grüppchen, um die alte Technik zu zeigen. Und wie man vor Jahrhunderten Salz gesiedet hat aus Sohle, um praktisch an das kostbare Salz zu kommen. Denn das Salz war praktisch das Gold des Mittelalters. Die Altvorderen haben hier Jahrhunderte Geld verdient und Arbeit und Brot gehabt. Und wir haben gesagt, wir müssen das wieder zeigen und wir müssen das wieder aufbauen. Und das ist uns gelungen und daher feiern wir auch heute das 11. Salzfest.